Sie heute den zweiten Teil eines Tributes an den 2008 verstorbenen schwedischen Pianisten Esbjörn Svensson, aufgenommen am 2. Juli 2011 bei der Jazz Baltica in Salzau. Dazu herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Carsten Mützelfeld. Das angekündigte Tribut an den vor 3 Jahren verstorbenen schwedischen Pianisten Esbjörn Svensson dominierte nicht nur das Plakat. Es entpuppte sich auch als der mit Abstand längste Programmpunkt des Festivals. Grund genug, diese außergewöhnliche Hommage an einen außergewöhnlichen Musiker gleich in 2 Jazz-Live-Ausgaben zu dokumentieren. Nach Teil 1 vor einer Woche, unter anderem mit Pat Metheny, Dawn Berglund, Magnus Öström, Nils Landgren und Lars Danielsson, sind diesmal nicht nur enge Freunde und langjährige musikalische Partner Svenssons zu hören, sondern, passend zum Festivalmotto Piano, Piano, Remembering Esbjörn, führende Klavierspieler aus aller Welt. Der Amerikaner Vijay Iyer, der Israeli Yaron Herman und der Deutsche Michael Wolny nutzten die Gelegenheit, sich ein letztes Mal vor ihrem tragisch ums Leben gekommenen Kollegen zu verneigen. Das Tribut wurde zu einem bewegenden Abend, der aber nicht nur vom Andenken, sondern auch von vorwärtsblickender Spielfreude geprägt war. Zum Auftakt dieses zweiten Teils hören wir Vijay Iyer mit 2 Solostücken, gespielt auf dem Flügel, an dem auch Svensson mehrfach gesessen hatte.
DJ Iyer. Great, so beautiful. Thank you so much. DJ Iyer. As you heard, his last song was called Remembrance. And I think it's a little bit of time for some remembrance. Each other.
Jazz Live im Deutschlandfunk, heute mit dem zweiten Teil des Tribute to Esbjörn, einem Höhepunkt der diesjährigen Jazz Baltica, bei dem sich langjährige Weggefährten, aber auch Instrumentalkollegen wie Vijay Iyer und Michael Wolny vor dem schwedischen Pianisten verneigten. Iyer eröffnete mit Thelonious Monk's Epistrophe, gefolgt von Remembrance. Anschließend interpretierten Wolny und Nils Landgren einen Song von Kris Kristofferson, Don't Tell Me How the Story Goes. Im Folgenden kommen weitere Musiker auf die Bühne, allen voran Svenssons einstige Rhythmusgruppe mit Dawn Berglund und Magnus Öström, der als Conferencier durch den Abend führte, sowie Pat Metheny, Yaron Herman, Lars Danielsson und Victoria Tolstoy. Das war unsere Finale, kann man sagen. Jetzt sehen wir uns nur irgendwo überall, wo das passt. Aber hier sagen wir gemeinsam Tschüss. Nils Landgren brachte es auf den Punkt. Dieses Konzert in Erinnerung an den verstorbenen Esbjörn Svensson dürfte endgültig das letzte gewesen sein. Das Finale einer ganzen Reihe von Tributen, die weltweit während der vergangenen 3 Jahre stattfanden. Und als wollte die Natur angesichts dieses Schlussstriches auch noch ein Ausrufezeichen setzen, war der Abend begleitet von einem schweren Gewitter, das in der ersten Hälfte des Events für einen vorübergehenden Stromausfall gesorgt hatte, und von einer ganzen Serie heftiger Donnerschläge, die auch in der Konzertscheune gut zu hören waren. Für die Sängerin Victoria Tolstoy, und nicht nur für sie, stand unzweifelhaft fest, wer da polterte, war niemand anderes als der Geehrte selbst. That was Esbjörn. Yes, it was magic. Unbelievable. Yeah, it was. If we meet again, I'll tell you how I feel. I'll tell you from
from the start. I'll tell you, love is real. How everything we say and everything we do has been preordained to bring true love to you. Nothing else is pure, nothing else is right. You will know for sure once you've seen the light. We meet again, and I tell you how I feel. I'll tell you, love is real.
Thank you. We're going to finish up this evening now. It's getting late, so I think I even forgot to invite Nils Lundgren back on this tune. But he's going to come now on Shining on You. And it's Nils Lundgren coming back and Lars Danielsson on cello. Okay. So thank you so much for tonight. Thank you for staying up this late and sharing this evening with us. So, Göran Hermann, Lars Danielsson, Tom Berglund, Nils Lundgren, Pat Metheny, Magnus Sjöström, Victoria Tolstoy, I don't know, can continue forever. V.A. Iyer, Michelle Volny. Whatever. The audience! Wow! The audience, thank you so much for tonight. Thank you. Shining on you. Shining on Esther. Say,
Kurt Tolstoy.
sang the song, Daron Herman. Jazz Live im Deutschlandfunk brachte heute den zweiten Teil des Tribute to Esbjörn, einer Veranstaltung, die ganz im Zeichen des Andenkens an den verstorbenen Pianisten Esbjörn Svensson stand. Wir hörten Pat Metheny Gitarre, Dawn Berglund Kontrabass, Magnus Öström Schlagzeug, Nils Landgren Posaune und Gesang, Lars Danielsson Cello, Victoria Tolstoy Gesang und die drei Pianisten Vijay Iyer, Yaron Herman und Michael Wolny. Die letzten drei Titel, Believe, Be Left, Below, Shining on You und eine kompositorische Hommage Svenssons an Neil Young, The Gold-Hearted Miner. Eine Aufnahme vom 2. Juli 2011 aus der Konzertscheune in Salzau. Heute in einer Woche senden wir ein Solokonzert des Vokalisten Bobby McFerrin, aufgenommen im März dieses Jahres beim tschechischen Jazzfest Brno. Am kommenden Freitag können Sie in Onstage den Auftritt des Nguyen Le Trios beim Jazzfest Bonn hören und direkt im Anschluss in den Jazzfacts ein Porträt der Perkussionistin Marilyn Mazur. Und noch der Hinweis darauf, was gleich nach den Nachrichten in Rock etc. auf dem Programm steht. Unter dem Titel Balsam für wunde Seelen entführt sie Andrea